Herzlich willkommen zum Pokalhalbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Es stehen sich gegenüber der EV Dudenhofen und TuS Mechtersheim. Wir bitten doch darum. Das Abbrennen der Bengalos zu unterlassen. Es ist vom DFB verboten. Im Halbfinale um den Südwestdeutschen Fußballpokal zwischen EV Dudenhofen und TuS Mechtersheim steht es 0:0. Ja.
57. Spielminute. Tor für unsere Gäste aus Mechtersheim. Neuer Spielstand 0:1. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 8, Florian Hottig. Wir haben in der ersten Halbzeit nie
Derby Charakter legen können. Wir haben zwei Kämpfe nicht angenommen. Gutenhofen war aggressiv. Gutenhofen hat im Grunde uns gezeigt, um was das es geht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir irgendwo für mich fast aus dem Nichts das 1:0 gemacht. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht geht jetzt genug für die Mannschaft und wir kriegen die Einstellung. Haben dann auch die ein oder andere Möglichkeit gehabt, vielleicht glücklich das 2:0 zu machen. Haben wir nicht. Gutenhofen kam zurück mit dem Ausgleich. Und kurz vor Schluss natürlich noch dann der Siegtreffer. Dann wird es natürlich schwer, aber für mich war das absolut verdient. Nur unser Trainer Christian Schulz, bitte. Ja, riesen Kompliment an meine Mannschaft, was sie heute hier geleistet hat, über 90 Minuten. Das war schon sensationell, kämpferisch, spielerisch, wenn es der Platz überhaupt zulässt. Aber ich glaube, vom Klassenunterschied hat man nichts gesehen. Ich glaube auch, dass wir der klar verdiente Sieger des Spiels heute waren. Riesenkompliment dafür, das war nicht zu erwarten. Für mich war das vom Spiel so ein klassisches 50-50-Spiel. Derby-Charakter. Meine Mannschaft, denke ich, die war der Tick heißer und gieriger drauf, den Sieg hier unbedingt zu wollen. Wir sind jetzt, wann war das? Vor 4 Jahren das letzte Mal im Finale gewesen und jetzt gleich das zweite Mal innerhalb so kurzer Zeit für den Verbandsligist. Keine Ahnung, wer das dann in der Vergangenheit schon mal geschafft hat. Ich kann es nicht anders ausdrücken wie ein riesen Kompliment dafür, was ihr heute gezeigt habt. Für HC ich den Hut. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht vergessen, mich bei den Zuschauern zu bedanken. Wieder 1865 Zuschauer. Ich bin schon seit 35 Jahren hier im Verein. Das war einmal, wo wir gegen den FCK gespielt haben. Ich glaube, in den 90er Jahren war das. 95, danke. Ansonsten in einem Pflichtspiel gedenken wir das nicht, vielleicht vorher schon, aber nicht zu meiner Zeit. Und was die Zuschauer heute hier geleistet haben und danach von meiner Mannschaft gesehen haben, dafür bedanke ich mich natürlich vielmals für die Unterstützung bei all denen, die da waren. Das ist das Schiedsrichtergespann. Das war das Beste, was in den letzten Jahren hier war. Und auch dafür danke an die Schiedsrichter, weil eine überragende Leistung von denen war. Ich habe eben meine ganze Mannschaft gelobt. Habe schon am Wochenende was gemacht, was ich nochmal nicht mache, nämlich einzelne Spieler hervorgehoben, aber ich muss das heute nochmal tun. Wenn ich sehe, was ein Julian Scharfenberger oder ein Kevin Schalke, die von euch deshalb zu uns gewechselt sind, heute für eine Leistung gebracht haben und Engagement gebracht haben und dazu natürlich ein Vierer sein mit seinen zwei entscheidenden Toren. So. Jetzt bin ich soweit. Zuletzt wünsche ich mir selbst und der Mannschaft und allen Zuschauern die gleiche Unterstützung im Finale, die es vor 4 Jahren war, mit der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr Glück haben wie damals. Vor 5 Jahren, okay, Entschuldigung. Im Finale ein bisschen mehr Glück und vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität von unserer Seite und einen schlechten Tag von Pirmasens. Vielleicht können wir dann nochmal für eine Überraschung sorgen, aber erstmal war es heute für uns weitaus wichtiger fürs Finale. Danke. Dort sitzt der Vizepräsident des Süddeutschen Fußballverbandes, der Jürgen Vogt. Jürgen, das Endspiel ist am 21. Mai terminiert in Offenbach. 19 Uhr. Des Weiteren muss ich darauf hinweisen, wir spielen am Sonntag beim FK Pirmasens 2. Hier steht ein Reisebus, der mitfahren möchte, kann schon anmelden. Anfang bis 12.15 Uhr. Jetzt müssen wir uns unterhalten.